findest du bei einem 0:0? Das ist, es ist ja ein nettes Derby. Letzter Wechsel. Ja, der nächste und letzte Wechsel. Brückmann geht. Felix Brückmann, der erfolgreichste Torschütze heute, kaum, ist gar nicht zu sehen. Leider. Sehr, sehr selten sogar meiner Meinung nach. Und wer jetzt reinkommt, weiß ich gar nicht. Werden wir mit Sicherheit wieder sehen, weil er wieder auf unsere Seite lossprintet. Ich kann natürlich jetzt nur schätzen, sieht aus wie Jan-Luka Segedi. Auf der Hose sieht es nämlich aus wie eine Nummer 6, die dort hervorscheint. Nein, es ist die Nummer 27, Haki Celik, der ins Spiel gekommen ist. Aber hier verzeihen uns wahrscheinlich und hoffentlich die Altona 93 Fans, denn wir kennen uns einfach nicht mit euren Jungs aus. Achtung, Ball in den Tor! Für Altona! Ein Super! Ja! 87. Minute! Der Ball scharf von der rechten Seite bis in den 5-Meter-Raum reingespielt. Und wer hat's gemacht? Hast du es gesehen? Ich glaube zu meinen, dass es Hannes Niemeyer war. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß es nicht. Er hatte auf jeden Fall eine hohe Zahl auf dem Rücken. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen jetzt auf Peter hören, was er sagt. Ich weiß nicht, ob er selber weiß. Rein. Ich gucke mal in die Sprecherkabine rein und jetzt wird Peter was erzählen. Jetzt müssen wir noch... Jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Und der Torschütze war der Spieler mit der Nummer 22. 22, er wurde doch erst eingewechselt. Der eingewechselte Ricardo Palzis, der etwa in der 80. Spielminute eingewechselt wurde. Er erzielt hier den Treffer zum 1:0 im ältesten Stadtderby Deutschlands. Ricardo Palzis mit seinem dritten Saisontreffer übrigens. Ja, dann wurde es Zeit. Macht tatsächlich hier das 1:0. In der, ich glaube, 87. Minute war es jetzt unglaublich, aber war es doch noch ein Tor gefallen. Vielleicht passiert ja hier die letzten 3 Minuten mit Nachspielzeit, 4, 5 Minuten noch ein bisschen mehr als bisher die 87. Aber das war ein fantastisch rausgespieltes Tor. Ich dachte erst, dass es abseits war. Mein Blick ging sofort in die Richtung des Linienrichters. Die Fahne blieb unten, sie blieb unten. Und dann war es natürlich Zeit, sich zu freuen. Zum 1:0 für Altona. Du hast natürlich ein bisschen länger gebraucht mit dem Jubel. Ich war schon voraus und habe geschrien, Tor für Altona. Du noch so, Tor! Ja, das war eine ganz nette, anzusehende Geschichte gerade für dich. Ich bin auch ein bisschen älter. Ich darf ein bisschen länger. Ich lasse mir bei allen Dingen ein bisschen mehr Zeit. 1:0 für Altona 93. Dafür genieße ich aber auch ein bisschen länger, mein Lieber.